Zunächst einmal formst du aus selbsttrocknender Modelliermasse die Körperformen. Dann steckst du zwei Stücke Papierdraht oben rein und steckst die Ohren an den Kopf fest. Genauso gehst du mit dem Hals vor. Du steckst ein Stück Papierdraht in den Körper und steckst auf dieses Papierdraht den Kopf. Für die Arme und die Beine gehst du genauso vor. Du nimmst ein Stück Papierdraht, kordest es einmal, damit es etwas dicker ist, liegt hier rechts auf dem Tisch. Und dann steckst du es in deine Figur, vorne rein, zwei Beine und an der Seite die Arme. Die kannst du so lang machen, wie du möchtest, so dass du die nachher auch bewegen kannst, wie du möchtest. Und dann habe ich das Ganze mit Serviette beklebt, damit das ein schönes Bild ergibt. Hier seht ihr noch eine Wichtel, die ich gemacht habe. Da habe ich auch schon das Gesicht drauf gemalt. Und hier seht ihr auch die Gesichter von dem Affen und dem Hasen. So, ihr seht, es ist eigentlich gar nicht so schwer. Es sieht alles schwerer aus, als es ist. Die Ergebnisse, finde ich, sprechen für sich. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache und die einfach umzusetzen ist. Also probiert es doch einfach aus und teilt mir doch eure Ergebnisse mit auf Facebook unter Frau Praktisch oder auf YouTube als Kommentar oder auch auf meiner Seite fraupraktisch.com. Bis dann. Tschüss.